Wir sind jetzt hier an der Mühlbahn zu Basel. Möchte sagen, es ist eine ganz glatte Sache. Einmal nicht im Atelier zu arbeiten, sondern in dieser Umgebung hier, wo man hier viele verschiedene Künstler sieht, mit Holz, mit Stein, Landart. Es macht wirklich Spass. Und ich habe mir jetzt einfach eine Arbeit vorgenommen. Man sieht vielleicht hier die Skizze. Die werde ich in diesen 10 Tagen an der Mühlbahn werde ich die Skulptur arbeiten. Ich habe jetzt hier die Zeichnung, die ich habe. Die habe ich umgesetzt in 1:1 Maßstab. Das ist 1:10. Und nach dem arbeite ich hier an der Mühlbahn. Ich habe hier die einzelnen Teile. Ich bin im Moment bin ich am Sockel und am Arbeiten an dieser Kugel, der Fuß. Wo jetzt, wenn ihr schaut, hier hinten steht mal ein Teil hier. Und ich bin jetzt hier dran. An der Kugel, die kommt jetzt hier unten an. Das ist etwa so. Und im Moment tue ich gerade das Flacheisen, das ich hier auf dem Tisch habe, muss ich jetzt irgendwie da dran schüstern. Und ja, jetzt werde ich mal anfangen zu arbeiten. Das tue ich jetzt hier mal anheften. So, jetzt hebt das einmal. Das Eisen ist warm. Jetzt kann man da mal das ausschmieden. Ich mache jetzt zuerst einen Vierkant und nachher, wenn ich einen schönen Vierkant habe, mache ich einen Achtkant und dann wird es wieder rund. Wir sind einen Tag später an der Mühlbahn und ich möchte euch zeigen, ich tue jetzt heute das untere Teil und das obere Teil miteinander verbinden. Und dann sieht man gerade, wie das mal schlussendlich aussehen soll. Jetzt müssen wir oben mal eine Schraube rein machen. Vielleicht unten noch eine rein. So. Ich werde jetzt die Elemente hier mit Glas füllen. Und dann nachher das mal anheben und sieht man, wie es aussieht am Schluss. Jetzt muss ich zuerst die richtigen Gläser suchen. Die habe ich mir daheim vorbereiten, weil ich hier nicht die ganzen Glastafeln mitnehmen kann am Uber. Sonst würde mir 80% vom Glas kaputt gehen. Und darum habe ich die schon vorbereitet. Das sind jetzt die Scheiben, ich habe sie nummeriert. Das wäre jetzt Nummer 17. Wenn ihr die Arbeit noch ganz fertig sehen wollt, dann müsst ihr einfach am 27. bis 29. April an meine Atelierausstellung in Grabenmattstrasse 35 in Pratteln kommen.